So. Ich habe gedacht, wir sind hier stehen geblieben bei Dead Space. Wir müssen immer noch, jetzt mal kurz auf die Aufgaben gucken, den Antrieb manuell zünden. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein. Und ja, ich begrüße euch recht herzlich zurück, weil ich jetzt, Schwerkraft? Ich habe auch gar keinen Stase mehr. Fuck. Brauche ich die vielleicht? Ein Tritt war. Ah, es war so klar. Dann los. Shit. Nehmen wir mal mit. Schwerelosigkeit. Auch noch Schwerelosigkeit. Da? Da. Mal gucken. Wartet. Wir müssen gucken, wo wir lang müssen. Ich will bloß nicht. Oh shit. Soll ich den zünden? Okay, da. Ich gehe mal da lang. Vielleicht bringt mir das was, wenn ich jetzt hier lang gehe. Komm, wir haben keine Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Ah, das bringt mir nichts. Aha. Wo muss ich hin? Vielleicht dahin. Hier. Mann. Ich weiß nicht. Ja, komm, geh dahin zurück. Los. Raus hier. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, raus hier. Ich muss kurz mal zurück. Damit ich meinen Tank auffüllen kann. Ich weiß nämlich nicht. Ah, dahin. Mach zu. Oh, danke. Mach zu. Boah. Ja, danke. Ja, wir wollten ja jetzt ins Vakuum. Jetzt weiß ich nämlich auch, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich hier ran. Denke ich. Eintritt Schwerelosigkeit. So, daran. So, jetzt müssen wir gucken. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen ja irgendwie noch weiter Richtung Antrieb. Da sind wir. Wo ist der? So, wo müssen wir lang? Ich habe gerade keinerlei Orientierung. Wir müssen anscheinend hier hin. Da können wir den. Oder? Ist das richtig? Ja, hier müssen wir lang. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, los, mach das auf, bevor das Monster hier ist. Na, fuck. Das sieht aber gut aus. Das ist gut. Ja, wir haben es geschafft. Wir müssen nur noch den Raum aufmachen. Oh. Gott sei Dank. Ich war ein bisschen überfordert. Gerade ich war ein bisschen nicht gespannt. Ach du Scheiße. Was sind die hier? Im Maschinenraum? Oh, das sieht gut aus. Ein mittleres Medipack. Schöner Download im Shop. Ja, dann können wir die jetzt auch benutzen. Nicht gut. Oh fuck, was ist denn hier los? Scheiße, ey. Irgendein Viech, oder? Boah. Einfach mal aus Sicherheit. Wenn ich hier die Titte abbrenne. So. Mal lad mal nach. Scheiße, was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Moment, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Ja, bloß schnell dadurch. Warum habt ihr nicht so, Isaac? Du bist doch schon mal durch Scheiße gelaufen. Was ist aber hier? Ich möchte gerne wissen, was hier ist. Ist das nur ein Raum? Ja, mit Sachen. Danke. Audio. Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich kriege ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Sehr ehrenvoll von dir, aber ist dir dein eigenes Leben auch nicht so? Das brauchst du doch auch. Es ist hier. Ich gehe ja auch nur mal rein. Ich wusste, hier findet man überall Kleinigkeiten. Ripperklingen, naja. Oh, jetzt habe ich noch was zum. Nee, die brauche ich nicht. Benutze den Ripper nicht, also brauche ich das auch nicht. Hier haben wir noch einen Energieknoten. Der ist wichtig. Und hier ist das. Projektile. Ja. Kann man benutzen, muss man nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier runter. Boah, das ist so ein widerlicher Raum hier. Ist auf jeden Fall richtig widerlich. Okay, runter. Lass noch zu. Boah. Shit, ey. Da müssen wir lang. Wir müssen da weiter lang, dann gehe ich jetzt erstmal hier rein. Oh, was ist denn hier passiert?
Wieder mal wunderschön, schrecklich. Ist hier irgendwo so ein Monster? Boah, das hört sich nicht gut an. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Okay. Bin grad hinter mir? Nein. Oh, hier. Nein, nicht die Dinger, nicht die Dinger. Okay, ja, ich habe ja genug Munition, also ist mir das relativ wurscht. Was ist das hier? 800 Credits. Tut mir leid, Kumpel. Ich muss gucken, ob du tot bist. Ja, bist du. Komm her, Bitch, und ich werde dich töten. Und ich werde dabei keine Überlebenden lassen. Dom, dom, dom. Ich könnte eigentlich mal ein kleines Medipack benutzen, um dann die Großen noch mehr Raum zu haben. Ich muss hier lang. Und ich will mal meine Zeit gucken. Ja, ich habe noch genug Zeit. So. Level 2. Und... Okay, da geht... Das ist also die Tür gewesen. Oh Mann. Was ist das denn? Ich muss das töten. So, das ist auf jeden Fall tot. Einfach um zu wissen, ob es tot ist. Ich will meinen Energieknoten eigentlich diesmal nicht. Aber ich will wissen, was da... Ich gehe erstmal weiter. Ja, jetzt bräuchte ich Stase. Hahaha. Jetzt bräuchte ich ein Stase-Modul. Aber jetzt habe ich keins. Ha, wusste ich doch. Hier gibt es immer eine Stase-Station, wenn man es mal braucht. Wow, fies, 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 die Mistdinger. Scheiß Entwickler. Ja, hier, wirft die Pulsprojektile ab, ja. Und dann nehmen wir das Stase-Pack mit. Das könnte uns in dieser Situation doch schon mehr bringen. Falls wir verkacken. Aber das sieht gut aus. Durch. Wow, du Mistvieh. Oh, du Schwein. Du Schweine. Da können wir versuchen aufzuziehen. Yeah. Alter, das hat ja richtig gut funktioniert. Nur müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht uns da mit auch noch verletzen. So, was ist hier? Okay, hier geht's weiter. Speicherstation. Janimba. Oh, ich liebe diesen Film. Allein, weil Janimba extrem awesome ist. So. Zugang zur Antriebssteuerung. Okay. Oh, fuck. Na, ja, komm her. Wenn ihr mit mir kämpfen wollt, dann kämpft. So. Sobald ihr was fallen lässt, seid ihr tot. Das habe ich gelernt. So, hier war noch ein bisschen Geld drin. Wow. Was machst du denn? Ist das eine Bombe? Nein, dichte Dinger. Nein. Weg. Heil dich. Nein. Du Mistkerl von... Oh, kein Wunder, dass da ein Speicherpunkt ist. Oh, der Schweinehund. Dieser Schweinehund. Wie unfair. Das war echt unfair. Boah, ey. Das war echt unfair von dem Ding. Aber ich habe mir jetzt ja auch keine andere Waffe gekauft. Ich habe mir jetzt nur den Cutter. So, als erstes der. Dann kommt der auf mich zugerannt. Ich klatsche ihn um. Lade nach. Dann kommt der. Okay. Sieht schon mal gut aus. Jetzt kommt der. Da werde ich mal Stase benutzen. Dass ich ihn sauber die Körperteile abtrennen kann. Ohne seinen Bauch zu beschädigen. Ich werde ja auch noch den Kopf abtrennen, wenn es sein muss. Mistkerl. Oh, ey. Ich habe mich gerade tierisch erschrocken. Auf einmal bin ich tot. Hey. Cool. Und hier ist noch ein Medipack. Ich brauche einen größeren Anzug. Auf
Auf jeden Fall. Ich habe viel zu wenig Platz, um alles mitzunehmen. Energieknoten. Energieknoten. So. Das sieht hier nach letzter Bastion aus. Ihr kennt doch diese Level. Wenn ihr auf was warten müsst, zum Beispiel der Fahrstuhl, den hatten wir, glaube ich, in Deus Ex. Dass der Fahrstuhl runtergeht oder sowas in der Art. Das sieht hier ganz nach so einem Level aus. Oh, nee. Och, nö. Ich habe darauf jetzt keine Lust, deswegen mache ich hier einen Schnitt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.